Heute mal wieder eine News-Folge. Yay! Wie der ein oder andere in letzter Zeit schon gemerkt hat, gibt es ja auf dem Pommes-Man-Kanal in letzter Zeit ja sehr viele Rezepte. Das liegt aber daran, dass zurzeit eigentlich auch kein Wetter ist, nicht wirklich. Und deswegen habe ich halt eben ein paar Sachen halt in Rezeptform gemacht, weil eine sich nämlich gesagt hat, kommen jetzt nur noch Rezepte oder sowas? Oder ich hatte ja die Heißluftfritteuse jetzt letztens auch getestet noch. Nein, nicht, logischerweise nicht. Es werden auch nach wie vor noch Vlogs kommen, aber Abteilung, hier, dieses Gerät da, das kommt logischerweise alles auf den Bastelkanal. Da hat nämlich auch schon einige gesagt, von wegen, jetzt kommen ja nur noch Rezepte, gar nichts mehr bei Simson. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, alles was Basteln, also hier Werkstatt und alles was Simson ist und so ein Krempel alles, das kommt alles auf den Bastelkanal. Link in der Videobeschreibung. Und auf dem Pommes-Man-Kanal kommen nach wie vor jetzt auch mehr Rezepte, logischerweise, weil das auch hier nachgefragt worden ist. Teilweise auch ein paar Tests, also es wird jetzt auch kein Werbekanal, sondern ich teste halt hin und wieder ein paar sinnvolle Sachen oder die ich finde, dass sie sinnvoll sein könnten. Bei der Heißluftfritteuse habe ich gemerkt, dass einige sich das schon für interessieren. Deswegen dachte ich mir, na, passt ja auch zum Kanal, also Pommes und Co. Also von daher, zumindest das schon mal, was jetzt so in Zukunft kommt. Es wird also definitiv noch Vlogs kommen auf dem Bastel. Kanal wird es auch noch Vlogs geben. Werde ich halt nur so ein bisschen splitten. Also entweder hier abonnieren, da abonnieren oder beide abonnieren. Dann hatte der ein oder andere sicher auch schon gefragt, was ist denn eigentlich mit der Küche los? Das fragen wir uns nicht nur auch, sondern in der Küche ist gerade Stillstand, Zwangsstillstand oder so angesagt. Problem ist, die meisten kennen das, Anfang des Jahres kommen die ganzen Jahresrechnungen. Die kommen bei uns logischerweise auch. Die sind auch bei uns ein bisschen höher, weil wir den ganzen Fuhrpark bezahlen müssen, bla bla bla. Aber es sind noch ein paar Reparaturen dazwischen gekommen, die jetzt so nicht eingeplant waren, die aber für mich zwingend notwendig sind. Sonst kann ich einfach nicht arbeiten und logischerweise auch kein Geld verdienen. Und deswegen muss die Küche in der To-Do-Liste ein wenig nach unten rutschen. Geht aber jetzt im, ich sag mal, Mitte März, Anfang April, da geht es definitiv los dann endlich mit Küche. Aber vorher muss ich noch diese ganzen anderen Baustellen abarbeiten. So ein paar Reparaturen auch unter anderem fürs Auto sind dazwischen gekommen und. Also ein ganz nerviger Krempel, der alles so nicht eingeplant war. Sonst wäre die Küche nämlich jetzt schon längst fertig gewesen. Aber naja, was soll man machen? Ihr kennt das, Anfang des Jahres ist immer blöde. Da ist immer saure Gurkenzeit. Von daher geht es in der Küche. Also für alle die, die da Interesse daran haben, geht es auch definitiv weiter. In der Bastelwerkstatt wahrscheinlich mehr, weil ich dann da diesen ganzen Aufbau oder die Fahrt nach Ikea da mit begleiten will, mit der Kamera. Und wenn die Küche dann letztendlich fertig ist, gibt es dann auch so ein komplettes Roundup der Küche, wenn sie denn dann endlich fertig ist. Also ein bisschen Geduld noch, ich gebe mein Bestes. Rezepttechnisch geht es auch noch mit leckeren Sachen jetzt demnächst weiter. Da kommt einmal noch mal so ein Fingerfood. Rezept, was auch sehr lecker ist. Und dann hatten mir auch schon einige geschrieben, was da mit dem Salatdressing, mit diesem endlos endgeilen Salatdressing ist. Das kommt auch jetzt demnächst. Da bin ich schon, also das habe ich schon abgedreht, das muss ich jetzt nur noch schneiden und dann auch logischerweise hochladen. Dann kommt also auch dieses geniale von Carsten, das Salatdressing, also nicht der andere Carsten. Das kommt als nächstes. Und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder Vorschläge für Rezepte, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann kann ich darauf eingehen oder ein paar Sachen auch mal machen für euch. Ich recherchiere ja immer oder fast jeden Tag, was ich dann alles noch machen kann. Und auch, was ich noch zubereiten kann, was es so noch nicht gab. Wie gesagt, ich will ja immer ein paar Sachen anders machen, die andere so noch nicht machen. Von daher kommt da sicherlich noch einiges, jetzt auch im Laufe des Jahres, neben den ganzen Vlogs. Denn wenn endlich mal wieder Wetter ist, dann kann ich die Kamera auch mal wieder nach draußen nehmen, ohne dass einem die Finger abfallen. Aber es soll ja so langsam endlich, es soll besser werden mit dem Wetter. Dann hatten mich ja letztens noch welche angesprochen, von wegen kannst du nicht mal ein Rezept machen, was ich für ein geiles Pulled Pork Rub oder so. Für die jetzt noch etwas neuer auf diesem Kanal sind, schaut mal in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link zur Webseite, da habe ich alles gebündelt, also sprich nicht nur diese ganzen Rezepte, die ich in letzter Zeit gemacht habe, sondern auch die ich schon alle letztes Jahr gemacht habe. Das heißt, wer jetzt also neuer auf dem Kanal hier ist, der kann mal auf der Webseite sich umschauen, da habe ich das auch gegliedert nach Rezepte und Basteln und sowas alles und kann dort das Passende für sich raussuchen, was ich, die gegrillten Bananen mit Kinderschokolade zum Beispiel, das Pommes-Salz, die beste Currywurst-Soße der Welt, die auch immer noch, ich glaube, mein Top-Video ist auf diesem Kanal. Es ist unglaublich, wie viel Feedback ich dazu bekomme. Aber die Soße ist ja auch, dezent, sehr, 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 sehr geil. Also, schaut mal in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link zur Webseite. Sollte ich jetzt noch etwas vergessen haben zu erwähnen, schreibt es mal in die Kommentare rein. Und ansonsten behandle ich das dann in den nächsten News. Und dann schauen wir mal, dass jetzt bald endlich Wetter kommt. Und wir sehen uns im nächsten Video dann schon wieder.